Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video. Heute wollen wir uns mit dem Thema Offset beschäftigen. Ganz oft habe ich schon die Frage bekommen, wie man solch ein Bild, was ihr jetzt hier unten seht, da, wie ihr das, dieses Design selber herstellen könnt. Und das ist total einfach und das möchte ich dir jetzt in dem nächsten Video erklären. Ansonsten gibt es noch einen kurzen Ausblick zu Schriften importieren. Wir benutzen wie immer das Kombinieren-Werkzeug und wie du individuelle Farben in Design Space einstellst, das zeige ich dir auch. Viel Spaß mit dem Video! So, dann wollen wir mal starten. Also heute geht es darum, dass wir ein solches Bild erstellen. Ihr seht es hier, habe ich das schon mal vorbereitet, den Schriftzug Mama und dann zwei Namen da rein. Das geht auch mit einem Namen. Und wie das Ganze funktioniert mit dem Offset, möchte ich euch in diesem Video erklären. Also, wir müssen natürlich starten mit unseren beiden Schriftarten. Ich finde, es eignet sich für das große Wort in der Mitte immer eine Schrift mit Serifen. Serifen sind das hier unten quasi immer diese geraden Striche. Und da gibt es in Design Space im Abo auf jeden Fall eine Schrift, die nennt sich Annelie Extra Bold. So, ich mache das jetzt erstmal hier weg und wir starten nochmal von ganz vorne. Wir gehen hier wieder auf das Textauswahlfeld und gehen dann hier auf die Schriftart. Jetzt öffnet sich unser Textmenü, das können wir uns auch hin und her schieben, sodass wir hier den Text sehen und dann auch schon sehen, wie sich der verändert, wenn wir die Schriftart ändern. Ich gehe da jetzt aber nicht komplett drauf ein, ich habe mir die mit Lesezeichen markiert. Die Annelie Extra Bold und auch die I Love Glitter, die wir gleich benutzen. Hier ist die Annelie Extra Bold. Die klicken wir einmal an. Jetzt sehen wir hier links, hat sich der Text auch schon verändert. So, das passt uns so. Und dann gehen wir jetzt hier mal auf das Textwerkzeug und tippen jetzt hier in Großbuchstaben Mama ein. So, das ist schon mal unsere Grundform. Das soll quasi nachher im Hintergrund sein und ein Offset soll hier rausgeschnitten werden, dass oben diese Schrift in der Mitte gemacht wird. Jetzt habt ihr gerade schon gesehen, dass ich in der Mitte, also hier jetzt für Max und Moritz, die Schrift I Love Glitter benutzt habe. Diese Schrift ist nicht Teil von Design Space, kann aber für private Zwecke von davon runtergeladen werden. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt auf einem anderen Bild. So, starten wir jetzt hier bei Google. Wir geben in die Suchzeile davon eben ein und gelangen hier auf die Seite davon. Dort könnt ihr Schriften runterladen. Achtung, das sind Schriften, die könnt ihr für den privaten Gebrauch benutzen, aber nicht für kommerzielle Zwecke. Wenn ihr das aber nutzen wollt für kommerzielle Zwecke, könnt ihr immer in den Schriftdateien nach dem Besitzer oder dem Gestalter dieser Schrift gucken. Und da gibt es teilweise die Option, die Schrift für kommerzielle Nutzung zu kaufen. Bitte geht da auf Nummer sicher. Denn da geht es um Lizenzen und sowas kann auch schon mal gut in die Hose gehen. Also, das ist hier der Font. Ihr habt hier ganz oben viele Möglichkeiten, Dinge auszuwählen, wenn ihr noch nach einer anderen Schrift sucht. Wir benutzen aber jetzt eben das Suchfeld hier oben und geben I Love Glitter ein. Da haben wir dann auch schon diese zwei Schriften. Wir nehmen aber die normale I Love Glitter, nicht diese Christmas-Variante, und klicken mal drauf und schauen uns mal an, wie das hier aussieht. Hier zum Beispiel seht ihr, da geht es um eine Lizenz, also da könntet ihr gucken, ob ihr diese Schrift erwerben könnt, wenn ihr das gewerblich nutzen wollt. So, das ist immer so ein Beispielbild und hier unten seht ihr alle Buchstaben der Schrift, die es gibt. Also bei dieser Schrift gibt es große und kleine Buchstaben. Es gibt auch Schriften, die haben nur Großbuchstaben oder auch nur Kleinbuchstaben. Dann hat diese Schrift auch Zahlen und diese Schrift hat Sonderzeichen. Und das ist bei der Schrift immer ganz interessant, bei dieser Schrift, weil die zum Beispiel hier dieses Herz hat. Das kann man als Verbindung zwischen den zwei Namen benutzen. Das benutzen wir gleich auch. Und hier sieht man, das ist der Unterstrich und den benutzen wir dann eben gleich zwischen den beiden Namen. Okay, so, weiter geht's. Dann geht ihr hier oben auf Download. Und wenn ihr dann in euren Download-Bereich geht, das ist bei mir hier, dann habt ihr eine Schriftdatei, da klickt ihr drauf und dann habt ihr hier innerhalb dieses Ordners verschiedene Dateien. Ihr müsst dann einmal bitte auf die OTF oder die TTF-Datei klicken. Bei mir geht dann hier so ein Fenster auf und ich kann auf Installieren klicken und dann ist das automatisch installiert. So, und dann müsst ihr eigentlich nur noch Design Space einmal öffnen und schließen und habt die Schrift bei euch in Design Space. Zurück in Design Space zeige ich dir jetzt, wo du deine Schrift dann auch findest. Also wenn du jetzt, brauchen wir die weitere Schrift, das heißt, das klicken wir mal weg und drücken nochmal auf Text. Und diesen Text werden wir jetzt hier nochmal verändern.
Und da wollen wir jetzt eben die Schriftart haben, die wir in unser System geladen haben, also auf unserem PC. Und das findet ihr hier oben unter System. Auf den Tablets ist das immer ein bisschen anders. Also da müsst ihr einfach gucken, wie das bei euch auf dem Tablet ist, wie ihr dort eben Schriften installieren könnt. Da kann ich für, also ich arbeite eigentlich grundsätzlich am PC und deswegen zeige ich euch jetzt hier die PC-Variante. Unter System findet ihr dann jetzt die Schrift I Love Glitter. Die ist dann hier. Und für alle, die sich Schriften auch merken wollen, also Lesezeichen setzen wollen, das ist hier rechts. Und dann habt ihr hier unter mit Lesezeichen markiert auch alle Schriften, die ihr gut findet und die sind dann dort hinterlegt. Wir klicken hier mal drauf und jetzt haben wir hier unseren zweiten Text. Und wir machen das jetzt auch schon mal in einer anderen Farbe. Ich habe mir hier schon zwei meiner Lieblingsfarben eingepflegt. Falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, ihr könnt hier unten auf Fortgeschritten klicken und könnt da den Hexacode, also jede Farbe hat einen gewissen Code und diesen könnt ihr hier unten eingeben und dann kriegt ihr eure Farbe hier ausgegeben. Und da habe ich mir meine beiden Farben eben hochgeladen und müsst ihr allerdings bei jedem Projekt nochmal neu machen. Also die sind beim nächsten Projekt leider nicht gespeichert. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Gehen wir mal zurück zu unserem Text. Wir nehmen jetzt einfach mal an, die Kinder heißen Max und Moritz. Anstatt dem Unzeichen wollen wir halt jetzt den Unterstrich nehmen, wegen dieser gebogenen Herzform und Moritz. Und haben jetzt hier unseren Schriftzug Max und Moritz. Den können wir jetzt hier drüber legen und passen jetzt hier über die Griffpunkte an der Seite unseren Mama-Schriftzug an. Wir hätten natürlich auch die andere Schrift anpassen können. Und gucken mal, wo uns das am besten gefällt, das Max und Moritz. Ne, wir könnten das natürlich genau in die Mitte setzen. Dann geht aber hier der Strich vom A gleich verloren. Ich finde es immer irgendwie ganz nett, wenn das so ein bisschen unterhalb des Striches ist. Und dann kann man einfach gucken, wie einem das am besten gefällt. Und ich denke, so ist ganz hübsch. Gut. Und hier möchte ich das dann halt ausschneiden lassen. Und jetzt ist kommen wir zum Offset. Das Offset ist das, was wir jetzt, was ganz, ganz wichtig für dieses ganze Projekt ist. Und damit wir jetzt den Unterschied besser sehen, färben wir auch mal diese Schrift ein. Also gehen wir wieder auf Farbe. Diesmal nehmen wir das Grün. Oder wir nehmen eine andere Farbe. Ihr klickt also auf das Max und Moritz und habt dann hier oben das Offset. Da klickt ihr mal drauf, dann geht eine neue Maske auf. Hier habt ihr einen Wert. Ihr könnt den Regler entweder nach rechts schieben, dann wird das Offset größer. Oder wenn ihr nach links schieben würdet, dann würde das Offset sogar quasi in die Minusvariante. Also es würde quasi innen drin gemacht werden. Das ist jetzt hier aber irrelevant, das brauchen wir nicht. Wir nehmen hier jetzt ein Offset ungefähr von 2. Und das passt mir. Ich will auch nicht, dass das zu dick ist. Ich kann das auch noch einen Ticken kleiner, dass das wirklich schön an der Schrift dran ist. So. Ihr könnt auch hier einen Wert händisch eingeben. Ich habe das jetzt aber hier über den Regler gemacht. Und dann könnt ihr euch noch entscheiden, ob die Ecken rund sein sollen, was aber hier wirklich Sinn macht, weil es sehr schön ist, oder eben eckig. So, wir nehmen jetzt die Runden. Wir haben jetzt hier einen Wert von 0,212. Runde Ecken und das Offset soll verschweißt werden. Wenn das nicht verschweißt wäre, dann wäre um jeden Buchstaben ein Offset. Das macht aber hier auch keinen Sinn. So, wir gehen auf Anwenden. Und jetzt hat sich automatisch ein Offset gebildet, also ein Rand um unser Max und Moritz. Wir zoomen da aber jetzt mal näher dran, denn das ist so dünn, das Offset, dass wir hier so kleine Lücken haben, die entstanden sind. Das haben wir hier beim O. Beim A haben wir es und wir haben das auch hinten nochmal, habe ich eben gesehen, beim Z. So, das ist das Erste, was wir mal schließen wollen. Dafür blenden wir das Max und Moritz mal aus. Und jetzt sehen wir hier diese kleinen Lücken und dafür gehen wir hier auf Formen. Nehmen uns den Kreis, machen wir schön klein. Den setzen wir hier auf die Lücke. Über Steuerung und Kopieren oder Command kopieren können wir den Kreis duplizieren oder ihr geht hier auf Duplizieren. Dann setzen wir das noch hier auf das O und dann haben wir noch hinten das Z, was einen Kreis benötigt.
und das setzen wir dann hier drauf. Jetzt haben wir alle Lücken geschlossen und wir markieren uns mal alle Kreise und das Offset. Ne? Über Steuerung gedrückt halten könnt ihr hier alle Sachen gleichzeitig markieren. Und dann gehen wir hier unten auf das Kombinieren-Werkzeug und gehen auf Vereinen. Jetzt haben wir ein geschlossenes Offset, das komplett keine Lücken mehr aufweist. Wunderbar. So, dann gehen wir jetzt nochmal ein Stückchen zurück, damit wir das Ganze hier sehen. Wir können das Verein mal wieder unter unsere Ebene von Max und Moritz stecken. So, jetzt seht ihr, dass das Offset komplett geschlossen ist. Und jetzt können wir das Offset mit dem Mama dahinter noch beschneiden, damit wir eben dieses das Offset quasi ausgeschnitten haben aus dem Schriftzug Mama. Dafür werden wir wieder das Offset, also das hier, und die Ebene mit Mama anwählen, gehen auf Kombinieren und auf Subtrahieren. Jetzt seht ihr, dass das Offset ausgeschnitten ist und genau da drin liegt jetzt noch unser Schriftzug. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, die wir machen müssen, die immer super wichtig ist, besonders bei Schreibschriften. Bei Druckbuchstabenschriften fällt das nicht auf, aber wenn wir mal uns die Schrift mal ganz genau angucken von Max und Moritz, sehen wir, dass die an den Übergängen alle einzeln sind. Das liegt daran, dass der die Buchstaben in allen Schriften quasi einzeln auf den Arbeitsbereich packt und automatisch zusammensetzt. Allerdings haben wir hier immer wieder diesen Cut. Sprich, wenn wir das jetzt nicht bearbeiten würden, dann würde uns die Klinge genau hier durchschneiden. Immer da, wo sich die Sachen berühren, die einzelnen Buchstaben, würde die Klinge hier durchgehen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass dieser Schriftzug in einem bleibt. Also gehen wir jetzt hier mal auf das Max und Moritz und klicken hier auf Vereinen. So, jetzt habt ihr gesehen, dass hier diese Übergänge weg sind, weil sich alle Buchstaben vereint haben. Da kontrollieren wir alles nochmal, ob alles passt. Das tut es in dem Fall. Und jetzt ist unser Schriftzug mit dem Offset auch schon fertig. Das Ganze kann jetzt hergestellt werden. Achtet darauf, wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Folien benutzen wollt. Also ihr wollt zum Beispiel das Mama in rosa und das Max und Moritz in einer anderen Farbe, dann könnt ihr das so lassen, wie ihr das jetzt gerade habt. Möchtet ihr, dass das so wie es ist genau bleibt und ihr das genau nur aus einer Folie ausschneiden wollt, dann müsst ihr das Ganze auch noch miteinander verbinden. Das geht dann wie folgt. Also ihr könnt auch hier diesen Rahmen drum ziehen und geht hier auf dieses Klemmerchen, auf Verbinden. Und dann bekommt auch alles die gleiche Farbe. Die Farbe hat nichts mit dem Endprodukt zu tun, sondern mit der Anordnung auf den Matten. Das heißt also, er erkennt hier, dass hier genau ein Material benutzt werden soll und dass, wenn das verbunden ist, dass die Position von beiden Elementen nicht verändert wird. Und genau das wird dann eben zur Matte geschickt. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen dann dafür hier auf Herstellen und sehen, dass wir hier jetzt erstmal auswählen, dass wir die normale Matte nehmen. So. Und jetzt seht ihr, dass das so, wie wir das auch angeordnet haben, auf unserer Matte positioniert ist. Ne? Also ihr seht hier, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass das Mama und das Max und Moritz gemeinsam auf einer Matte ist und dass sich auch hier jetzt nichts verrutscht hat, weil wir es eben verbunden haben. Arbeitet ihr mit Vinyl, könnt ihr das so weitermachen. Arbeitet ihr mit allem, was gebügelt werden muss, also alles, was mit Hitze gepresst wird, dann müsst ihr hier noch auf Mirror drücken, also auf Spiegeln, denn willst du bügeln, musst du spiegeln, das könnt ihr euch merken. Und dann könnt ihr das Ganze eben weiterschicken an die Auswahl des Materials. Da wählt ihr dann euer Material aus und könnt das Ganze dann ausschneiden. Ich möchte euch jetzt noch ein paar andere Varianten zeigen, was ihr mit dem Offset anstellen könnt. Also noch andere Varianten mit ein paar Bildern. Und ja, da sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, und hier habe ich hier nochmal zwei weitere Sachen, zwei Varianten, wie ihr mit einem Offset zum Beispiel arbeiten könnt. Aber wie gesagt, da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich habe hier einmal quasi meine Initialien genommen, also M
als Hintergrund und dann da meinen Namen reingeschrieben mit einem passenden Offset. Und hier habe ich mein Herz genommen und dann eben auch Initialien von zwei Namen rein und ein Unzeichen. Da habe ich ein etwas größeres Offset von genommen, weil ich das fand, dass es ein bisschen hübscher aussah. So könnt ihr mit dem Offset arbeiten. Ich bin gespannt, was ihr für Varianten zaubert. Verlinkt mich gerne, wenn ihr fertig seid mit euren Werken. Und ja, alles Weitere dann gleich im Abschluss. Das war's mit dem Video rund um Design Space. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dir auch geholfen. Wenn ja, lass doch gerne einen Kommentar und einen Daumen da. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, abonniere doch gerne diesen Kanal. Alle Sachen, die ich benutzt habe, habe ich hier unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Das heißt, da findest du alle Schriftarten und alle Formen oder alle Designs, die ich in diesem Video benutzt habe. Wenn du weitere Erklärungen noch zu Design Space suchst, dann kann ich dir nur mein E-Book ans Herz legen. In meinem E-Book Cricut Design Space Schritt für Schritt durch das Programm nehme ich dich an die Hand und zeige dir alle Funktionen in Design Space. Das Ganze wird regelmäßig geupdatet und bietet damit die perfekte Grundlage, um in Design Space so richtig durchzublicken. Ich freue mich, von dir zu hören und zu sehen, was du so kreativ gestaltest. Also verlinke mich gerne auf Sachen, die du nach diesen Videos hier gestaltet hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen super kreativen Tag. Alles Liebe, deine Maike.